Ich frage euch, was ist der Grund dafür, dass so viele Jugendliche weg sind vom Fenster und die Religion nicht praktizieren? Fragt euch mal selber, woran das liegt. Ihr kennt sie selber. Aber ich kann euch die Antwort darauf geben. Ich kann euch die Antwort darauf geben. Antwort Nummer 1, weil sich da keiner richtig drum gekümmert hat. Antwort Nummer 2, weil es keine plausiblen Antworten gab auf die Fragen, die die Jugend in diesem Land beschäftigt. Warum darf man keine Freundin haben? Warum darf man keinen Freund haben? Warum ist das Gebet so wichtig und so weiter? Und weil man nicht auf diese Menschen zugegangen ist. Du kannst es nicht zulassen, dass dein Kind 8 Stunden am Tag in der Schule erzogen wird, vom Sexualkundeunterricht, wo dann erzählt wird, wo dann beigebracht wird, wie man ein Kondom benutzt und dass das ja alles ganz normal ist. Ja, wir reden über die Realität hier in diesem Land. Und wo dir den ganzen Tag erzählt wird von irgendwelchen Promis, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen, dass man sich ja austoben muss und dass man ja leben muss und jedes Geschäft, wo du reingehst und jede Zeitung, die an die Jugend verteilt wird, alle Zeitungen laden nur zu Sinna, zu Unzucht ein. Dann kommst du abends nach Hause, schaltest den Fernseher ein, schaust dir Viva an. Dann musst du doch wahnsinnig werden. Wie willst du dann an der Religion festhalten, Achi? Und wo ist das Gegengift? Wo ist das Gegengift? Wo ist derjenige, der zu dir sagt, Islam ist anders und Islam ist die Wahrheit und Islam ist die Nummer 1. Wo ist das? Wo ist das? Und deswegen, Brüder, es nützt nichts, glaubt mir. Ich habe euch eigentlich eine Aufgabe gegeben letzte Woche. Wisst ihr noch? Eine andere Aufgabe. Jeder sollte noch einen neuen mitbringen. Ja, klar! Weil die Leute, die verirren sich nicht selber in die Moschee. Die Moschee ist die Werkstatt für das Herz, Achi. Wenn dein Auto kaputt ist, bringst du in die Werkstatt. Die Moschee ist die Werkstatt für dein Herz. Hier musst du hinkommen, einige Worte lernen. Und deswegen, Brüder und Schwestern, ich sag's euch ganz ehrlich. Und ich will euch das nochmal betonen. Ich bin nicht hier hingekommen zur Unterhaltung. Glaubt es mir. Ich merke immer wieder, für viele Leute ist es mehr Unterhaltung. Ich merke das daran, wenn ich eingeladen werde, dass der Essenzubereitung in vielen Gruppen und in vielen Moscheen und in vielen, ich rede nicht von dieser Moschee, sondern allgemein, mehr Wert beigemessen wird als den Worten des Propheten a.s., die gesprochen werden. Verstehst du? Das merke ich an vielen Stellen, dass dann Stress gemacht wird wegen irgendetwas, nicht, dass wir ein Korn Reis zu wenig haben und so weiter. Ach ja, Allah gibt sowieso Baraka. Ist alles schön und gut. Ist alles schön. Kümmere dich ums Essen und so weiter. Aber denke nicht, dass das die eigentliche Sache ist. Ach, der Prophet, a.s., der hat sich Steine auf dem Bauch gebunden. Vor Hunger. Der hat sich Steine auf dem Bauch gebunden vor Hunger. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass diese ganzen Delegationen, die zu ihm gekommen sind, dass der nicht jedem ein Riesenessen machen konnte von Verschwendung, wo nachher die Hälfte weggeschmissen wurde. Und das ist das Problem, nicht das Essen jetzt. Und ich meine, wir müssen dieser Sache den richtigen Wert beimessen. Den richtigen Wert beimessen, damit wir weiterkommen, Brüder. Und deswegen, was ich euch sage, ich sage es euch ganz klar, jeder, der will, dass der Islam die Nummer 1 wird in diesem Land, der soll diese Dauer unterstützen. Am besten selber. Heute verteile überall die Internetseite, weil das ist ein Mittel in der modernen Zeit, das wir benutzen können. Du kannst dir DVDs mitnehmen, die du verteilen kannst an deine Nachbarn, an Freunde. Und wisst ihr, das ist eine super Methode. Ich sag's euch. Du musst dir mal vorstellen, die Leute, der Mensch ist der besteht ja aus Körper und Geist. Von der Psyche her, überleg dir mal, jemand kommt zu dir, du gehst zu jemandem, schönes Ding, glänzt. Bitte schön, ein Geschenk für dich. Geschenk? Danke, das ist aber nett. Danke. Und wisst ihr was? Du setzt vielleicht heute eine Saat.
Heute setzt du eine Saat und die kommt vielleicht morgen raus. Oder in 10 Jahren. Ach, es gibt manche Körner, die kommen in den Boden und 10 Jahre später kommt ein Baum raus. Du gibst jemand vielleicht heute eine Saat in sein Herz und Jahre später kommt der Iman raus. Aber gib ihm die Saat. Innama tunziru man itaba dhikra wa khashiya ar-Rahman bil-ghayb. Du kannst nur denjenigen warnen, der Ermahnung folgt und den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet. Aber wer fürchtet den Allerbarmer im Verborgenen? Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen gibt es Leute, die nah am Islam sind, die kommen nie zum Islam. Abu Talib beispielsweise war nah zum Islam, hat dem Propheten geholfen, aber der hat den Islam nicht angenommen. Und andere Leute, du denkst, die sind so weit weg vom Islam. Umar al-Khattab, Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhuma, beispielsweise. Und dann, eines Tages nehmen sie den Islam an.